Das klappt nicht. Der läuft auch schneller als ich. Der verarscht mich doch, jetzt mal ehrlich. Wie soll denn das funktionieren? Ich krieg den nicht tot. Bei aller Liebe, ich krieg den nicht tot. Was zur... Verarschen die mich? Und wie zum Henker soll ich zu meiner Leiche kommen? Ist das dein Ernst? Achso, ich bin nicht im Wasser. Okay. Was ein Scheiß, Alter. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schau gerade, was ich noch an. Was ich noch an irgendwie. Irgendwas habe, um hier irgendwie klar zu kommen. Und ich komme hier einfach nicht raus. Ich weiß, dass ich immer weiter weg von meinem Körper gehe als hin, aber pff, soll ich jetzt machen? Ich kam ja nirgendwo ins Wasser rein. Scheiß, Alter. Also hier zu sterben ist echt so für den Arsch. Da drüben ist Wasser. Toll. Jetzt sag nicht, dass ich da drüben nicht hinkomme, Alter. Krieg ich's kotzen. Habt ihr gesehen, was für einen Schaden der ausgeteilt hat? Das ging einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie das hätte gehen sollen. Ach, sag bloß, hier komme ich nicht weiter. Komme ich nicht weiter. Toll. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier bin ich reingegangen. Ich habe Gränk gefunden. Was ein Dreck, Alter. Ich mache das jetzt noch einmal und zünde allen Scheiß, den ich habe. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Keine Ahnung, dann habe ich keine Lust mehr. Ein Dreck, Alter. Ja, der tankt ja nicht.
Geh weg! Wenn du mich jetzt tötest, sag ich dir. Wenn du mich jetzt tötest, lauf ich amok, Junge. Geh zurück an deinen Platz, Alter. Noch so ein Ding nochmal. Was ist denn CT Hucken? Was ist das? Okay. Na gut, ich meine. Mach mal das an. Und dann machen wir das an, angreifen und Action. 2, 3, 4, 5. Schaffst du gar nicht so schnell, Alter. Das schaffst du nicht. Ganz raus und dann rückwärts, weil das funktioniert ein bisschen, hoffe ich. Ich laufe. Jetzt schnell drauf. Hoffen, dass er stirbt. Was ein Scheiß, Alter. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Die haben doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Können mir nicht erklären, dass es gewollt ist, dass der so verdammt viel Schaden macht. Und warum mein Pet nicht getankt hat, ist mir immer noch schleierhaft. Bin gerade echt ein bisschen gereizt, weil das fand ich gerade nicht in Ordnung. Was ein spaßiges Unterfangen, Alter. Ich habe mit meinem Pet zusammen schon Elite-Viecher kaputt gemacht, die 5 Level über mir waren. Aber den einen, der nicht mal Elite ist, den krieg ich nicht, oder was? Super. Und Pet, würdest du jetzt endlich mal so tun, als würdest du spotten? Danke, Alter. Wusa. Das hat mich gerade echt aufgeregt. So richtig. Das hat man wahrscheinlich mitbekommen, aber trotzdem. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Für die Leute, die nicht so gut darin sind, Stimmungen zu lesen. Spotten, Junge, spotten!
denn... Alter, es wird immer besser. Die Skelf, welche die Mondspaltbresche terrorisieren, sind bezwungen. Wie gesagt, ihr könnt euch einen neuen Text einfallen lassen. Den habe ich bereits gehört. Aber wenigstens kann ich mit meinem Mount langlaufen. Wenigstens etwas, Alter. Ist da hinten nicht das Feuer? Ja. Wehe, die greifen mich an, Alter. Ja, leider Gottes brauche ich den Fritzen. 60 Gold. Traumgebundener Vollstrecker. Okay. Eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Das hat es mir gerade echt verdorben. Ich meine, die Viecher, die hauen ja alle extrem zu. Es ist ja nicht mal so eine Ausnahmeerscheinung, dass jetzt nur der eine so extrem dicke war. Aber die sind ja alle irgendwie gefühlt vom Niveau her Level 95. Wie die bei mir abgehen. Level verhältnismäßig. Ich brauche Heilung. Ach, deswegen kam der nicht zu mir, weil er Priester ist. Okay. Skelfmeer entdeckt. Schön. Prophezeiung dies, Prophezeiung das. Die Akwan haben viele Steine der Prophezeiung ins Gelfmeer zurückgelassen. Manche sind wahr, manche falsch, manche beides. Sucht die Steine der falschen Prophezeiung, verwendet den Zauberstab der Wahrheitsbindung, um sie zu vernichten und ihren bösen Lügen ein Ende zu machen. Okay. Aber ne, gestern habe ich gefühlt... Okay, jetzt hat das widerlegt. Jedes zweite Mal ein Artefakt bekommen. Jetzt kriege ich gar keine, wollte ich sagen. Aber doch, ich kriege welche. Ich sollte wirklich anfangen, mein Pet immer vorher loszuschicken, weil... Die hauen böse drauf. Mein Pet spottet aus irgendeinem Grund nicht mehr. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht bin ich zu stark für mein Pet geworden. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch herzlich egal. Da mein liebes Pet greift ihn an.